Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks. Weiter geht's hier mit Two Point Hospital. Wir sind in Crockett Bay. Es sieht gerade nicht sehr rosig aus, wie man unten rechts an der roten Zahl erkennt. Aber ganz ehrlich, das kriegen wir hin. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr entspannt. Das werden wir rocken. Sag ich euch ganz dezent. So, was haben wir denn hier? Eine Beförderung. Wir sollen Stufe 4 mit der Toilette bekommen. Boah, ganz ehrlich, nee, komm. Das lassen wir. So, wie gesagt, es sieht gerade nicht ganz rosig aus, wird aber besser werden, kann ich euch sagen. Wir haben ja mittlerweile hier hinten eine Chirurgie gemacht. Und jetzt auch die Chirurgen dazu. Das Einzige, was ich jetzt noch als ganz großes Problem sehe, also wir haben zwei Chirurgen. Das Einzige, was ich jetzt noch als ganz großes Problem sehe, ist, dass wir nicht genug Krankenpfleger haben. Wir haben zwei Krankenpfleger in Behandlung. Ich bräuchte noch einen weiteren. Und da fing das ja an. So, das sieht alles schlecht aus. Deswegen, also das müssen wir auf jeden Fall noch ändern, dass wir Krankenpfleger kriegen in Behandlung. Oder in, ja, frei. Irgendwas, was dann halt, was wir nehmen können. Also, ja, komm, die Beförderung nehmen wir jetzt mit. Weil ansonsten haben wir hier nämlich ein ganz großes Problem. Aber wir kriegen keine. Wir kriegen nicht wirklich Leute hin. Aber wir haben wieder, jetzt seht ihr selbst, monetäre Mittel läuft. Ach, aber das wird jetzt wieder so eine Runde werden hier. Naja, gut. Krankenhausattraktivität müssten wir auch noch erhöhen. Und wir müssen noch weitere 10 Patienten mit Kubismus kriegen. Aber auch da bin ich noch sehr entspannt, weil wir können irgendwann mal hier die Kubismusabteilung bewerben. Das wäre ganz gut, dann geht es ein bisschen schneller. Aber vorher möchte ich gerne noch immer einen Krankenpfleger haben, den wir hier mit reinpacken können. Auf Dauer, nenne ich es jetzt mal. Das wäre ganz gut. 57.000 haben wir jetzt. Und jetzt sind wir schon bei minus 11.000. Aber wir machen Profit. Wir machen Profit, ist alle chicky. Oh, Entschuldigung. Ach ja. Herrlich, dieser Husten. Aber es wird besser. Ich habe jetzt in meinen Pollenkalender geschaut. Es wird besser. Pollenbelastung ist nicht mehr ganz so schlimm. Das heißt, ich kann jetzt wieder bald frei atmen und meine Lunge hat nicht das Gefühl, dass da ein Nierfett drauf sitzt. Halala. Finde ich gut. Gefällt mir. So, was wollen wir machen? Derweil, wo wir warten hier auf einen wunderbaren Krankenpfleger, überlege ich, dass wir noch ein bisschen unsere Umgebung hier verschönern. Weil wir müssen ja Krankenhausattraktivität von 60% kriegen und wir haben momentan 58. Und ihr seht selbst, hier sind ein paar Baustellen. Also hier sieht es ja noch ganz nett aus. Ich würde ja vielleicht hier versuchen, noch ein bisschen was mit reinzubringen. Gucken wir mal, was wir an Dekoration haben. Zum Beispiel könnten wir hier ein Fossil und noch ein Fossil reinbringen. So, dann sieht das schon mal ein bisschen hübscher aus. Dann werden wir uns hier noch mit einer labbrigen Urbe zubegeben. Zack. Und hier überlege ich, dass wir uns auch noch mal einen Getränkeautomaten hinstellen. Zack. Und hier auch noch ein. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht noch einen Mülleimer mit hier hin. Was der hier hin? Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. So. Zack. Kann man den eigentlich hier weg rationalisieren? So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann werden wir uns hier noch einen Trophäenschrank hinstellen. Zack. Und das gleiche hier auch. So, dann ist die Ecke ja schon mal ganz hübsch. Oder was sagt ihr? Ich finde die eigentlich ganz nett. Eine Insektenfarm.
werden wir uns hier noch hin platzieren. So. Und dann machen wir hier noch einen Hutständer hin. Und da noch einen Hutständer. So. Ist die Ecke doch hier. 1A. Die warten. Haben Spaß. Kann man so machen. So. Hier hinten sieht es ja noch ganz nett aus, aber hier müssen wir noch was machen. So, wir könnten hier auf jeden Fall noch eine weitere Bank mit hinbauen. Wie sieht es von der Wärme hier aus? Oh, da müssen wir was machen. Jetzt weiß ich, warum ich Sand freigelassen habe. Verkaufen. Temperatur. Klimaanlage. Zack. Und dann passt sogar doch noch eine Bank hier hin. Die werden wir uns aber mal ein bisschen näher machen, die Klimaanlage hier. So, das sieht gut aus. Attraktivität, Bilder. Da können wir ja noch ein paar hübsche Bilder hier reinmachen. Gibt es noch Bilder, die wir freischalten können? Kunst mit Hund. Schalten wir frei. Hässliches Kunst mit Hund. Strandgebilde. Dann nehmen wir hier noch ein Two-Point-Gebilde. Dann ein Berggemälde. Und was haben wir hier noch Feines? Eigentlich nicht zwei. Wieso sind so wenig Bilder hier? Ich dachte, hier wären ein paar mehr. Schade. Müssen wir doch noch Kunst mit Hund nehmen. Auch wenn ich das nicht wollte. So. Aber es sieht schon mal besser aus. Kubismus. Nehmen wir Patienten mit Kubismus. Das sind nämlich die Patienten, die wir unbedingt brauchen, damit wir hier den ersten Stern kriegen. Das ist gut. So, wir haben immer noch keinen. Hm. Schade. So, wir befördern die Leute. Und zwar nicht nach draußen, sondern wir befördern sie. Gut, mittlerweile Krankenhausattraktivität von 60%. Das ist schon mal ein Anfang. Das finde ich klasse. Hier vorne, ja, staut sich es natürlich ordentlich. Wir bräuchten noch einen weiteren Assistenten. Aber die sehen auch nicht so prickelnd aus hier. Es kommt kein Krankenpfleger rein, der mir gefällt. Finde ich nicht so hübsch. Aber wenigstens sitzen die nicht mehr alle so lange mit dem Klo und sowas. Aber hier hinten, ja gut. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir hier eine Toilette mit reinbauen. Die Vernachlässigung durch meine Eltern oder das dauernde Mobbing durch meinen Bruder Simon waren wahrscheinlich schuld. Auf jeden Fall. Ja, wir müssen schauen. Also die Toilette wird hier nicht reichen. Die Hand abgerissen, als sie geschüttelt. Also, wie kam es zu diesem Wandel? Beförderung nehmen wir, Personalausforderung lehnen wir ab. Naja, und wir haben alle Leute befördert. Über dieses wundervolle Kommunikationsmedium zu erreichen. Oh, wie sieht's aus, Krankenpfleger? Immer noch nichts? Nein, schade, hätte ja klappen können. Euch alle da draußen und betet, dass ich nie meinen Job verliere. Wir kriegen keinen ordentlichen Krankenpfleger rein. Jetzt ein wenig Musik, gut, wir werden noch einen Hausmeister einstellen. Da haben wir nämlich das nächste Thema vermutlich. Und hier sieht es ganz gut aus. Den Flüssigkeitsbeschleuniger können wir nehmen. Ja. Wir müssten hier eigentlich noch eine weitere Toilette mit reinbauen. Das reicht nicht. Ja. Sehr gut. Den nehmen wir und dann werden wir das Personal, den Assistenten hier, dich, davon befreien, dass der vorne am Empfang sitzen muss. So. Der soll nämlich dann nicht sitzen. Wir haben andere Leute, die dort sitzen können. Fähigere. Eine Beförderung nehmen wir mit. Wie sieht es hier unten eigentlich aus mit dem Kubismus? Ja. Das könnte was werden, hoffentlich. Hier wird hoffentlich auch bald mal die Forschung fertig sein, damit wir ein bisschen Geld wieder haben. Und weiterhin kein Krankenpfleger, den wir kriegen. Ach, finde ich doof.
Finde ich wirklich doof. Was ist jetzt hier los? Heile ich auch mal einen davon? Was ist denn los? Warum wird jetzt hier nichts geheilt? Dann haben wir schon so viele Leute hier, die beim Kubismus anstehen und trotzdem wird das nichts? Das ist natürlich traurig. So kriegen wir nicht unseren ersten Stern. Definitiv nicht. Und mit den Krankenpflegern erst recht nicht. Mann, das kann doch nicht sein, dass wir keinen Krankenpfleger kriegen, der nichts kann. Nichts kann der. Gut. Wir starten nochmal eine Kampagne. Bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen. Wir brauchen fähige Leute. Das wurmt mich jetzt. Hier läuft es ja ganz gut. Wenn wir dann auf jeden Fall hier auch nochmal ein bisschen weiterbauen. So, wie wollen wir weiterbauen? Wir bauen hier erstmal eine Toilette hin. Zimmer. Toilette. So. Zack. Und zack. Großkonzerns Jumbo McNally hat heute Morgen eine Gewinnwarnung ausgegeben. Wenn wir uns nicht die gesamte Konkurrenz einverleiben, sagte er, werden unsere Aktionäre. Überleg ja, wir können ja sogar noch einen weiteren hier reinmachen. Die ich Ihnen versprochen habe, nicht so, Waschbecken. Er hat aber versichert, dass er bereits einen genauen Plan hat. Was für eine Erleichterung. Oh, das wird gut. Zack, und dann bauen wir hier noch ein paar Toilettenkabinen hin. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine große Klimaanlage. Große Klimaanlage, habe ich gesagt. So, reicht das schon? Ja, das kann man machen. Können wir ja eigentlich hier drüben hinpacken. Da will ja eh keiner hin. Ja. Jo, das sieht doch ganz Snorke aus. Snorke, Knorke, sag ich euch. So, und dann ein paar Bänke. Ah, Epidemiewarnung jetzt doch nicht. Wir haben keine Zeit für eine Epidemie. Wir müssen bauen. Gut, dann gucken wir mal, wo denn die Epidemie hier ausgebrochen ist. Wahrscheinlich irgendwo hier. Ich hab dich gesehen. Du wurdest geimpft. So, wo haben wir noch einen? Könnte ich die auch wieder einfach mal normal laufen lassen. Aber irgendwie... Das ist hier ganz schön voll. Was ist denn hier los? Weitere sehe ich jetzt hier nicht. Weitere sehe ich nicht. Ich wäre jetzt auch mal echt dreist und würde sagen, mir doch egal. Na gut, wir lassen es einfach. Hier, Krankenpfleger, perfekt. Für die Behandlung. So, dann müssen wir dich erstmal einstellen für die Behandlung. Du sollst nur dahin. Genau. Und dann müssen wir dich auch mal noch weiterbilden in Behandlung. Zack, wir nehmen mal jemanden von außerhalb. Wir haben jetzt gerade keinen... den wir jetzt wirklich abziehen können. So, die Kubismus-Sache hier unten, hat sich die etwa schon erledigt, oder wie? Wäre schön, wenn da mal irgendwer arbeitet. Allgemeine Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Und wir werden jetzt mal an der Abrundungstherapie arbeiten, dass die hier aufgelevelt wird. Und wir befördern weiter. Okay.
Tropfen unten ist immer noch viel zu viel. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie gebacken kriegen. Hier die Kardiologie, die ist auch voll. Herzraser läuft. Die Flüssigkeitsbeschleuniger müssen wir auf jeden Fall noch aufleveln. Und wir können schon was das nächste hier bauen. Wir holen uns mal das nächste Grundstück schon. Weil ich definitiv hier eine größere Toilette reinbauen möchte. Definitiv, definitiv, definitiv. Dann machen wir kurz Pause. Wir bearbeiten die mal, nehmen die mit, drehen den ganzen Kladderadatsch um und werden es vergrößern. So. Und dann machen wir die erstmal weg hier. Zack. Und dann wird das vergrößert. So. Passt das? Das passt. Sehr gut. Okay, dann brauchen wir hier auf jeden Fall keine Toilettenkabine, Waschbecken noch mit drin. Und dann passt das so vielleicht noch hin. Ja, das passt. Das passt sogar so hin. Sehr gut. Ja, ungültige Sachen verkaufen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall auch eine größere Toilette mit eingebaut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und wir haben wieder ein paar Auszeichnungen bekommen. DNS-Labor, ja, ich weiß, wird benötigt, kann ich nicht machen. Und ich bin am Überlegen, dass wir noch... Ja, ja. Dass wir noch eine zweite Kardiologie mit reinbringen. Und dafür müssen wir bei Diagnostik weiterbilden. Groß starten. So, wo ist er jetzt hin? Muss ich gleich mal suchen. Wo ist jetzt der Krankenpfleger, den ich gerade eingestellt habe? Du. Du musst auch noch eingestellt werden für die Diagnostik. Nicht, dass der sich jetzt hier noch denkt, dass er woanders arbeiten kann. Gibt's nicht. So, und dann gucken wir mal. Passt das da rein zufällig, wie ich mir das denke? Kardiologie. Kardiologie. Oh, 3x3 passt nicht hin. Nee, schade. Schade, 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 Marmelade. So, was können wir denn anstelle dessen dorthin packen? Noch ein Personalraum? Bleibt wohl nichts anderes übrig, dass wir da noch einen Personalraum hinmachen. Was anderes passt da jetzt nicht hin. Präsentiert von Tante. Dann machen wir da noch ein Personalzimmer hin. Ersetzen Sie Ihre leibliche Tante so. Mit einer besseren, großzügigeren Variante. Pausenzimmer. Eine Tür. Und dann werden wir mal hier ein paar Sofas hin tun. Ein Sofa. Zwei Sofas. Eine Lampe. Und dann eine Karottenfarm. Ein wohlriechendes Desinfektionsmittel. Eine Klimaanlage. Ein Spielautomaten, der passt. Passt der nicht mehr hin? Schade. Dann bleibt es noch bei der heißen Schokoladenmaschine. Ach komm, da passt doch noch einer hin, oder? Doch, sehr gut. Passt noch hin. Den hier ein bisschen rumrücken. Ne, passt auch nicht. Dann noch ein paar Bilder an die Wand dran geklatscht. Hier können wir auch keinen mehr freischalten. Ne. Jetzt das Anschlagsbrett. Und ein paar Zeichnungen. Und das Foto hier. Zack. So. Einen weiteren Personalraum für unsere Personaler. Befördern. Streckser wird benötigt. Machen wir erstmal nicht. Wir haben wieder den Krankenhauswert nicht ganz so hoch. Warum? Müssen wir wieder daran arbeiten.
So, wie sieht es von der Temperatur her aus? Das ist in Ordnung. Und Attraktivität müssen wir auf jeden Fall jetzt was ändern. Wir brauchen wieder Dekoration. Wo ist es denn? Dekoration, hier. Wir könnten einen Faszinator reinbringen. Einmal hier und einmal dort. Dann das Modell schwarz-weiß. Zack. Zack. Das sieht doch ganz nett aus. Was haben wir? Ein Filmstar möchte zu Besuch kommen. Also sehr gut, kommt zu uns. Hier stellen wir noch einen Hausmeister ein. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Zack. Hausmeister eingestellt. Achtung, gut. Und hier müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was machen. Dann brauchen wir Dekoration. Oh, ein Sonnensystem. Ich würde ja hier gerne ein Sonnensystem hinstellen. Das machen wir auch. So. Zack. Passt das? Wir haben den ersten Stern. Geschätzter Krankenhausleiter, Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Tourismus ist ohne Zweifel eine Art Leiden, doch er ist auch für die Wirtschaft des County unerlässlich und damit die Tourismusbranche blühen kann, müssen die Touristen am Leben bleiben. Da dies nun gesichert ist, können die Touristen nach Hause zurückkehren und mit Urlaubsgeschichten ihre Freunde anlocken und deren Geld. Widmen Sie sich weiter dem Gastgewerbe, um sich noch mehr Belohnungen zu verdienen, aber erweitern Sie anderswo Ihre Organisation mit wohlregenden Grüßen. Tag in Foxwich, Gesundheitsminister, wir bleiben hier. Wir haben das Poster Kubismus freigeschaltet und wir müssen jetzt Krankenhausattraktivität von 60 kriegen, einen Krankenhauswert von über 2 Millionen und einen Ruf von 75 und eine Heilungsrate von 75%. Ach du heiliger Strohsack. Na gut. Ja, wird interessant werden. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten an diversen Dingen. Erstmal werden wir dich hier hochnehmen. Zack. Und wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Sachen hier verbessern. Krankenhausattraktivität von 70%. Das ist eine kleine Herausforderung. Aber ich bin optimistisch. Wir kriegen das hin. Definitiv. Toilette sollte ja reichen mit den zwei Stück, die wir hier haben. Hier wird es besser. Wie gesagt, die Kardiologie müssten wir auf jeden Fall noch was machen. Und wir könnten noch weitere Leute weiterbilden. Zum Beispiel dich hier in Diagnostik 2 Kurs starten. Und dich hier in Stationsverwaltung 3. Entschuldigung, nicht 2, 3. So, das haben wir. Und dann würde ich sagen, weiter geht's hier mit unserer wunderbaren Attraktivität. Also da müssen wir auf jeden Fall was tun. Hier, die Toiletten zum Beispiel sind auch nicht so wunderbar. Da können wir ein paar Bilder ranhängen. Bilder. So, Gemälde mit Hund. Zack. Und zack. Haben wir hier schon mal ein bisschen was gemacht. Hier vielleicht noch ein Hundegemälde. Zack. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann werden wir hier noch ein Hundegemälde mit ranbringen. Das geht nicht. Aber da. Zack. Zack. Und zack. So. Finden die gar nicht so schlecht. Hier die Toiletten. Da können wir auch noch Hundegemälde mit reinbringen. Kunst mit Hund. Das passt nicht. Passt da kein Kunst mit Hund? Da muss ein Kunst mit Hund passen. So. Krankenhausattraktivität ist ein bisschen gestiegen. Sehr gut. So, weiter geht's hier.
Machen wir jetzt erstmal überall Bilder an die Wand. Das sollte schon helfen. Da. Muss man natürlich mal gucken, dass das auch ein bisschen zusammenpasst und nicht aussieht wie Huberts. Also wie Huberts sieht es oder so aus, davon abgesehen. Aber wir können ja trotzdem versuchen, es hübsch zu machen. So. 61% mittlerweile. Konrad Katzenjammer schickt uns als Beitrag für fröhliche Phrasen für Freude. Und das nur, weil wir hier Fotos aufhängen. Spruch, um mit den Widrigkeiten des Lebens fertig zu werden. Bleib bin ich schon irgendwie cool. Ich werde daran denken, Konrad. So. Ich werde daran denken. Über dem Mülleimer sollte man vielleicht auch mal so ein Bild hinhängen. Das macht die Hässlichkeit des Mülleimers weg. So, hier in der Mitte könnten wir auch noch ein großes Objekt hinmachen. Dekoration. Bloß die Frage, was für ein Objekt? Den Silberfuchs, oder? So. Das sieht doch fancy aus. Gut, DNS-Labor wird benötigt, machen wir aber alles nicht. Stationsverwaltung 3, Weiterbildung abgeschlossen. Sehr gut. Okay, das haben wir. Den wollen wir noch weiterbilden. Und vielleicht mal einen Arzt wieder. Ja, dich zum Beispiel hier. Allgemeinmedizin. Allgemeinmedizin 2. Groß starten. Das ist ganz gut. Also Psychiatrienotfall, sollen sie kommen. Drecksam machen wir nicht. Genau, hier vorne haben wir natürlich immer noch das Problem, dass es so voll ist. Ich bin überlegen, dass wir eine zweite Rezeption aufmachen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Die könnten wir ja hier mit reinmachen. Wir werden eine zweite Rezeption aufmachen. So. Nehmen wir denjenigen noch mit rein. Zack. Und du sollst auch nur an der Rezeption, obwohl die macht ja alles, ist alle chicky. So. Ist natürlich jetzt hier so, dass es die Leute, die jetzt hier kommen, viel, viel mehr sind als hier. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, also wir bräuchten mehr Allgemeinmediziner und mehr allgemeinmedizinische Praxen. Das heißt, da werden wir uns auch mit drum kümmern müssen. Wir werden noch einen Allgemeinmediziner einstellen. Das bist in dem Falle du. Zack. Und dann müssen wir den natürlich hier auch noch pieren. Ah, das passt gar nicht. Das ist ein Schmuh. Das ist ein Schmuh. Die passt hier rein. Ja, Zimmer abbrechen. Dann machen wir den hier. Kopieren. Hä? Achso. Bin ich doof. Der passt auch nicht rein. Ach, du heiliger Strohsack. Ich muss neu bauen. Na gut. Dann kopieren wir das Ganze hier. So. Und dann müssen wir das ein bisschen umdekorieren. Zack. Zack. Ja, das geht nicht. Zack. Menno. Ich wollte doch nur ganz einfach bauen. Nicht Kaffeemaschine, sondern wie heißt denn das Ding?
Jetzt finde ich das nicht. Ist nur ein Getränke hier. Heiße Schokoladenmaschine. So rum. Ich wollte das doch nur ganz schnell bauen. In dieser Folge noch. Aber wisst ihr ja, immer so dieses ganz schnell, schnell macht mal hinne. Und dann funktioniert das nicht. So. Das hier weg. Ja. Der Stuhl, der kommt noch hier rüber. Ich habe gerade keinen Platz zum Bearbeiten hier. Dann machen wir das so rum. Mann, Mann, Mann. Ey, einmal mit Profis, sage ich euch. So, und ein Sitz. Ich wollte doch nur einfach bauen. So. Und dann packen wir das Ganze noch hier hin. Und der passt da nicht hin. Wollt ihr mich gerade veralbern? Jetzt aber. Zack, passt. Sehr gut. Warum meckerst du hier rum? So. Sehr gut. Okay, können wir so lassen. Perfekto. Das hier müssen wir noch ein bisschen umschubsen. Das hier auch rüber. Das hier zwischen. Den Trophäenschrank, den können wir komplett wegcanceln. Zack. Und dann machen wir da noch ein paar Bänke hin. Also ein paar ist gut. Eine. Zack. Vielleicht noch eine zweite? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Nee, das müssen wir so lassen. Gut, aber wir haben auf jeden Fall eine weitere Praxis hier. Das ist schon mal ein Anfang. Weil wenn jetzt hier der ganze Ansturm kommt, da ist schon mal ganz gut, wenn wir da ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Genau, in der nächsten Folge werden wir uns dann damit beschäftigen, dass wir hier unsere Diagnostik auch weiter ausbauen. Da brauchen wir eine weitere Kardiologie. Ansonsten haben wir nämlich auch ein ganz großes Problem oder das nächste Problem halt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken. Und mit den Worten, ihr habt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.